Und damit moin und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Sportrückblick mit mir Marius Fischer, mit mir Felix Stegemann, mit mir Richard Dold und mit mir Christopher Bohm. Ja, wir haben heute eine relativ voll... Also wir haben eine vollgepackte Sendung, ja. Eine sehr vollgepackte Sendung. Aber deswegen... an sich nicht besonders viele Sachen gehabt am Wochenende, aber die Sachen, die waren, da waren wir eigentlich bei allen, glaube ich, da. Mitgenommen. Vier jeden Sachen. Jeden Tag also, etwas. Und dementsprechend haben wir auch ordentlich was zu bereden heute. Genau, aber bevor wir euch gleich erstmal unseren Plan für die Sendung heute vorstellen, einmal noch kurz, ihr kennt es wie jede Folge, gehen wir auf die Kommentare von der letzten Folge ein. Und wir hatten einen Kommentar vom guten Roland Thele, 1683. Und der hat Bezug genommen auf unseren Richie. Euer Mann im weißen Shirt ist eindeutig der Connor McDavid des Sportrückblicks. Und dann mussten wir erstmal. Wer war jetzt schon gegoogelt, ne? Ja, also wir haben uns das erklären lassen. Wer, also nicht von ihm direkt, weil da haben wir keinen Kontakt. Ja. Connor McDavid ist, spielt bei den Oilers. Das ist ein Generationstalent im Eishockey, by the way. Überragend. Ja. Und dann haben wir unseren Oilers Insider, also den einzigen, den ich kenne, der Oilers Fan ist, ist halt Therese. Ja. Und Therese hat gesagt, also er hat sehr lustig gesagt, weil er war witzig drauf. Und er meinte dann so, ja, pass auf, man kann es so sehen, dass der ist halt erfolgreich. Also entweder soll ich halt der Erfolgreiche sein, was ich nicht so sehe. Oder, was in der zweiten Sprachnachricht erklärt wurde, dass dieser McDavid halt das Team carried. Und ich tatsächlich... Google den mal einfach, bitte guck dir mal ein Bild von dem an, so ein bisschen Lookalike von ihm. Das ist und ich würde einfach einwerfen, ich glaube, er hat in den Finals dieses Jahr, im letzten Spiel, wo sie hätten gewinnen müssen, hat er nicht abgeliefert, dadurch haben sie verloren. Ich würde sagen, das war der Bezug. Ich meine, ja, wenn du ihn Team mit Helm siehst, er hat halt perfekt dieses... Also das Bild, was wir gerade angucken, seht ihr jetzt natürlich hier auch eingeblendet. Frisur und halt den roten Bart dazu, der glaube ich einfach das Optische. Ja, aber Roland kann jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, was er damit meinte. Genau. Ich glaube, ich carry einfach das Team hier. Ich zieh mal mit den Hut an. Ist jetzt schon abgehoben, aber nicht okay. Performt. Ich perform immer. Er performt immer. Gut. Allein schon. Guck dir mal, ne? Guck dir mal das Tippspiel an. Punkt gleich dir, ja. Ja, aber da, bis da hinten, da guck mal ein bisschen weiter, du. Wie meinst du? Ja, ich sehe sie gar nicht da hinten. Okay, aber lass uns, ich höre euch von hier unten nicht. Okay, aber lass uns, wir meinten schon, wir haben eine vollgepackte Sendung heute. Ja. Lass uns zu den Themen kommen, die wir haben. Wir haben vieles gemacht. Als großes Highlight, ihr habt es vielleicht schon auf Instagram geteasert bekommen, waren die Füchse Berlin zu Gast letzte Woche Donnerstag. Donnerstag da waren Richie und ich für euch vor Ort. Und wir waren auch einen Tag später zusammen vor Ort beim Testspiel von Blau-Weiß 2 gegen die HSG Uni Greifswald. Sehr torreiches Spiel, kann ich schon mal anteasern. Auf jeden Fall. Einiges los gewesen. Dann, wie immer, der Ergebnisdienst zur Hälfte. Bohm hat heute ein Top 5 Blind Ranking für uns vorbereitet. Unsere neue Rubrik in jeder Sendung. Die wird nicht mehr Spaß, das wird so eine dauerhaften Place in der Sendung, glaube ich, kriegen. Das geht so fix, da haben wir... Ja, dann haben wir, Bohm war beim Saisonauftakt vom Greifswald FC. Da wird er euch einen kurzen Spielbericht geben. Jawohl. Wir haben vielleicht ein Gewinnspiel, dazu aber auch später mehr. Und zu guter Letzt war ich gestern noch beim Usedomer Beach Cup unterwegs mit unserem Mediengestalter Fabian. Shoutouts. Und werde euch dazu noch ein bisschen was berichten. Auch wieder und viele Interviews. Falls jetzt jemand fragt, wo Felix war. Felix hat Chili Vanilli gemacht. Ich war im Ukrainland. Felix hat Bogenschießen gibt im Ukrainland. Ich war im Schlaraffenland. Aber ja, Felix hatte seinen Spaß. Er hat Kraft getan für die kommenden Wochen. Ich habe Tauziehen gegen einen Vierjährigen gewonnen. Krass, Digga. Alter, moderierst du ja bitte nächste Woche so an. Das merke ich mir auf jeden Fall. Schau jetzt dafür. Deswegen ist halt, mach's doch mal, was nicht passiert. So. Wir haben es nicht gesehen, deswegen ist es nicht passiert. Fabio war nicht dabei. Okay. Ja. Aber bleiben wir nicht lange da mit Felix Sportereignissen am Wochenende zurück, sondern gehen wir gleich rein. Ihr könnt gleich mal anfangen mit dem HC-Spiel. Ja, wie war's also, so? Wow, super Highlight. Also erstmal war ja schon klar, die Mehrzweckhalle in Schweil, die größte Halle in Greifswald, zumindest von den Zuschauerrängen und so auch, ausverkauft. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass sie ausverkauft war. Aber auch schon weit im Voraus, ne? Voraus. Ich glaube, die Tickets waren raus und innerhalb von 2-3 Tagen war da alles weg. Ja. Und ihr seht auch gerade wahrscheinlich hier unten drunter jetzt wieder Spielszenen und jetzt wahrscheinlich gerade die Tribüne. Genau. Es war wirklich eine einzigartige Stimmung, die ich so noch nicht erlebt habe. Halt hardcore laut in Greifswald. Ich meine, das ist beim HC ja sowieso schon immer unnormal laut. Ja. Und dann auch noch ausverkauft. Super viele Leute auch in Füchse-Shirts und selbstgemachten Shirts und so. Also waren noch Füchse-Fans da? Na, ich würde jetzt... Oder sind das halt HC-Fans, die aber auch Füchse-Fans sind? Füchse-Fans. Ich glaube, es ist einfach, du bist ein Füchse, also wenn du Handball-Fan bist, hast du natürlich immer so in meinem Bundesliga Zweitligisten, den du supportest und halt dein Regionalteam. Und wenn die halt gegeneinander spielen, du hast die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Füchse-Trikot hast, ist essentiell höher als ein HC-Trikot. Die hatten jetzt keinen Auswärts-Fanblock. Nee, das hatten sie nicht. Tribüne nur für Füchse-Fans war oder so. Nee, das hatten sie nicht. Aber was ich cool fand, ist, dass sowohl bei beiden Teams Stimmung gemacht wurde. Also auch die HC hatten ja normalerweise große Trommeln. Die hatten 4 Trommeln, glaube ich, oben. Ja. Die haben nicht nur beim HC-Einlauf, sondern auch beim Füchse-Einlauf. Es war so ein eher so ein Fan-Miteinander statt so ein Gegner. Das war fast schon ein bisschen damit vergleichen, wie wenn Hansa 2 gegen den GFC spielt.
dass auch jeder zweite GFC-Fan. Ja, da jubeln auch die Hansa-Fans für die GFC-Fans und andersrum. Genauso ist es da ein Fan miteinander. Genau. Nein, ich meine eher, Hansa 2, großes Familienfest. Kommt vorbei, Leute. Also, fast so groß wie Hansa gegen St. Pauli, ne? Marius, du kommst aus der Situation nicht mehr raus. Ja, ich lass mich auch nicht reden. Genau, wir machen mal weiter. Also es war von vornherein eine Bombenstimmung. Es gab im Vorhinein eine Autogrammstunde mit den Füchse-Spielern halt, wo es massig an Menschen da waren. Da konnte mich auch jeder hin, der keine Karte hatte. Das fand ich ganz schön. Sehr geil, ja. Dass sie das ein bisschen halt fanoffen gemacht haben. Genau, ab 16 Uhr war dann ungefähr Einlass, 17:30 war Spielbeginn. Und du hast im Vorhinein schon gemerkt, die beiden Stadionsprecher, sagt man das so, Hallensprecher von den Füchsen waren mit. Die haben sehr gut für Stimmung gesorgt, auch richtig krass moderiert. Also der PC sucht ja gerade auch noch einen Hallensprecher. Ja, das kann so sein. Wie ich es mitbekommen habe, wenn ihr Bock habt, Hallensprecher beim HC. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Okay, wenn ihr Bock habt, dann meldet euch auf jeden Fall beim HC. Ich weiß nicht, ob sie jemanden gefunden haben, aber sie haben auch vor ein paar Wochen noch gesucht. Genau. Aber es war auf jeden Fall Bombenstimmung und ich hatte Gänsehaut beim Einlauf. Also sowohl als die Füchse eingelaufen sind, wurde krass gut Stimmung gemacht und dann, als der HC halt eingelaufen ist, es war Gänsehaut-Feeling. Die Halle, da staut sich ja der Schall drinne. Es war bombastisch laut. Jeder von den Greifswaldern Spielern hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Die waren nervös wie sonst was. Es war einfach eine Bombenstimmung. Und was ich halt krass fand, ist, dass halt ein sehr breiter Kader aufgestellt war. Also die Greifswald hatten 4 Torhüter mit, wo auch jeder Spielzeit bekommen hat. Klar, weil es einfach, du hast mit der ersten Garde angefangen, aber es wurde schnell durchgewechselt, es wurde geschaut, dass halt jeder mal kriegt. Die Füchse spielt. Was ich auch cool fand, Oskar Wittenbecher, gerade aus der A-Jugend hochgekommen, hat sein Herrendebüt gegen die Füchse gegeben. Generell aber viele auch 18-Jährige und A-Jugendspieler, die jetzt in der Saison wahrscheinlich hochkommen werden, in der ersten oder zweiten Mannschaft und die jetzt ihr Debüt auf jeden Fall bei der ersten hatten, gegen die Füchse. Genau, Oskar Wittenbecher hat auch einen 7-Meter reinwerfen dürfen, also stand da neben der an der Seite, wo quasi die Bank war vom HC und dann gab es einen 7-Meter und dann, ja, Oskar, jetzt darfst du rein und mach den rein und so. Also der Trainer hat schon viel durchgetauscht. Er hat ihn gemacht, ja. Okay. Viel durchgetauscht, dass halt jeder mal rankam. Ansonsten zum Spiel an sich. Ging erstmal sehr gut los. Der HC führt 1-0 trotz gegnerischen Anwurfs. Also die Füchse hatten zuerst den Ball, wenn ich mich recht entsinne. Ja, die hatten zuerst den Ball. Und man schafft dann sogar noch den 2-2-Ausgleich. Ja, und dann hast du halt schon gesehen, dass halt die Bälle deutlich schneller kamen, also präziser. Auch beim 2-2-Ausgleich hast du schon gemerkt, dass die ersten beiden Tore von den Füchsen halt sehr viel leichter rausgespielt wurden. Also wirklich so zwei, Tore. Drei Ballberührungen und rein. Während beim HC du halt wirklich viel mehr hin und her passen musst. Und richtig, also wirklich ein Kampf. Wirklich ein Kampf. Das einzige Tor für den HC ist ein Kampf. Unterschied einfach dann, ne? Und ja, was ich auch krass fand, war einfach so das Physische und das Konditionelle. Also es gab halt so Tempo-Gegenstöße, ist halt einfach nur ein ganz anderes Tempo. Und ich weiß nicht, ob ihr den Kreisläufer vom HC kennt, den großen, langgewachsenen mit meistens Schnäuzer. Ja. Der ist ja schon riesig. Der spielt auch sehr aggressiv. Ja, genau. Und der, also der wurde aggressiv vielleicht nicht, aber weggetragen von dem Mittelblock und von dem Kreisläufer von den Füchsen, als wäre das ein Schulkind. Und erstmal war der andere noch einen halben Kopf größer. Also wirklich eine Etage höher. War so, also okay. Es wäre perfekter Tightend gewesen, sage ich dir ehrlich. Halben Kopf größer, deutlich mäßiger. Und der, es war einfach, also wir haben Fotos, wenn wir das haben, das, was du geschossen hast. Ihr werdet hier alles unten drunter gerade sehen. Generell, er Leute, steht, hebt die Hände und der Kreis war das wirklich mit einer hohen Sprungkraft und der steht einfach und wirft ihn in die Arme. Wo sich danach beide angucken und grinsen müssen. Wo ich sogar so, ja, alles klar. Oder auch so der Kreisläufer vom HC steht mit ausgestreckten Armen, was ja dann eigentlich schon 2:30, 2:40 locker sind. Mindestens, ja. Und der halb rechts außen von den Füchsen springt einfach und wirft den Ball oben rüber. Wo ich mir auch sogar dachte, krank. Was, ich habe es halt nur im Interview gesehen von Max Loke, was wir später auch noch bestimmt sehen werden. Was ich sehr interessant fand, was er meinte, dass die ganzen Spieler von den Füchsen bei ihren Würfen eine viel höhere Varianz drin haben und nicht immer nur ein Wurf kommt entweder oben in die Ecke oder unten in die Ecke oder was auch immer, sondern dass man, dann kommt man wirklich ein Fastball, dann kommt man im Sprung so ein kleiner Lobball über ihn rüber, dann kommt man ein richtiger Lobball oder ein Aufsetzer, das ist halt eine viel höhere Varianz. Spinball oder so. Ja, das ist eine ganz andere Reaktionszeit auch auf die Verteidiger, wie du jetzt hier bei noch last second. Weil ansonsten kann ich mir vorstellen, ist ja bei Football ja auch so, dass über ein Spiel entwickelst du ja gegen deinen persönlichen Gegenspieler halt, weißt du, wie er agiert. So, das hast du im Handball mit Sicherheit ja auch als Torhüter. Dass du siehst, okay, die 22, die wirft. Wenn ich aber nicht drauf einstellen kann. Aber wenn die halt 10 verschiedene Würfe immer nacheinander raushauen und du nicht weißt, okay, was macht er jetzt? Weil er halt 20 verschiedene Würfe machen kann.
Also ich glaube, gerade der HC hat da an dem Donnerstag wirklich sehr viel gelernt. Wie ich es gelesen habe, haben die ja nachher auch noch eine Bonn-Rundfahrt zusammen gemacht. Das ist cool. Mit der Stubnitz, genau. Der Stubnitz, genau. Also Füchse und HC zusammen wurden wahrscheinlich auch nochmal ein paar Tipps und Tricks weitergegeben, ein bisschen gementort. Was ich sehr cool fand, also wir können mal sagen, das Spiel ging 46 war der Endstand. Zur Halbzeit war man 9 Punkte hinterher, 13 zu 24. HC hat das Ziel erfüllt, sie wollten unter 50 sein. Genau. Du hast nicht mal doppelt so viel kassiert, wie du gemacht hast. Genau. Du weder zur Halbzeit noch zum Ende. Hast einen schönen Abschluss gefunden. Schöne Sachen, die ich fand, waren zum einen macht man ja zum Anfang immer noch so ein Shake Hands. Da haben die Spieler von den Füchsen, von den Greifswaldern, also so ein kleines Gimmick bekommen, so ein Schokoladenpäckchen sah es aus. Fand ich ganz süß, so als herzlich willkommen hier so. Und was ich ganz cool fand, war im Nachhinein, es war halt, also viele sind in den Austausch gegangen, so mit den Spielern und haben gequatscht und hast du mal da und auch mal viel auf Augenhöhe geredet, war jetzt nicht so, wir sind hier die Bundesliga-Profis und wir techten hier weg, so. Das war ganz schön. Und direkt wieder abgezogen, so. Sind sie auch nicht? Aufgabe erledigt, wir haben das Testspiel gewonnen und hauen direkt wieder ab, so. Also beide Mannschaften haben einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen, die Füchse vor allem halt als Bundesligisten da wirklich sehr sympathisch aufgetreten. Wer ein paar Shoutouts geben möchte zu den Topscorern beim HC, einfach um es zu erwähnen, Niklas Jung mit 6 Toren, der Neuzugang Jonas Schlingmann mit 5 Toren und Malte von Klotschinski mit 4 Toren. Mhm. Genau, einfach nur als Shoutouts. Genau, was ich auch noch ganz schön fand, wir hatten zum einen Max zurück im Interview. Ja. Das seht ihr jetzt einmal hier. Perfekt. Moin Max, aber danke, dass du Zeit fürs Interview nimmst. Es ist eine einmalige Möglichkeit, hier in Greifswald gegen die Füchse zu spielen. Wie nervös ist man da als Torwart vor dem Spiel, wenn man weiß, dass gleich Bundesligisten auf einen werfen? Ja, so viel Nervosität war da gar nicht im Spiel. Da war am Anfang viel, viel mehr Orga-Stress, viel, viel als andere. Aber als man dann hier in die Halle eingelaufen ist, dann war das natürlich wieder so ein schöner Gänsehautmoment. Und da hat man auch nach den ersten ein, zwei Würfen schon gemerkt, das knallt richtig. Man gewöhnt sich dran, aber ich glaube, an die Härte gewöhnt man sich, zumindest in unserer Klasse, nicht. Ich wollte gerade schon fragen, genau, wie stark ist eigentlich der Unterschied zwischen so Füchsen jetzt im Vergleich zu Gegnern in eurer Liga? Ja, man hat das gerade an der Dynamik gemerkt. Also sind viel, viel schneller im 1-1, viel, viel schneller in der Bewegung und da sind auch ganz andere Sprunghöhen drin. Die haben viel, viel mehr Varianz in ihren Würfen und das ist, glaube ich, das, was die viel, viel stärker macht. Ja. Was nimmt man aus so einem Spiel mit? Also gibt es Dinge, die man jetzt vielleicht auch selber für die Saison gelernt hat heute? Ich glaube, man nimmt ja einfach nur das gute Gefühl mit, vor so einer proppevollen Halle zu spielen, dass uns sowas ermöglicht wird, glaube ich, das werden wir nie vergessen. Das nimmt man, glaube ich, ewig mit und hat sehr, sehr viel aufzusaugen gehabt heute. Und dann noch kurz ein kleiner Ausblick. Was sind jetzt so die Erwartungen für die Saison? Testspiel hat man jetzt schon erfolgreich absolviert. Ist das Ziel dieser der Aufstieg? Würde ich so nicht sagen. Wir wollen, glaube ich, an die Leistung vom letzten Jahr anknüpfen und dann einfach schauen, was möglich ist, was drin ist. Und wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Und wenn nicht, dann ist, glaube ich, niemand traurig. Aber Ziel ist es nicht. Alles klar. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Felix ist auch schon ein bisschen drauf eingegangen, genau, auf das Interview. Also das war auch, der war halt, es war nicht so wie... Wart ihr auf dem Hallendach? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Der Notausgang war offen und wir haben gesagt, okay, du kannst nicht halt in der Stimmung, wo Rambazamba ist, kannst du kein Interview führen. Wir sind dann später wir haben auch 2 Interviews mit den Füchsen gemacht. Da waren wir dann in den Katakomben, aber wir haben ja vorher mit Max, okay, einmal rüberlaufen und dann Standort zu suchen, wenn da gerade die ganzen Spieler rein und rauslaufen, wäre auch ungünstig gewesen. Da haben wir ja gesagt, okay, wir wollten erst in diesen Zwischenraum gehen vom Notausgang. Da war es aber zu laut. Dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir halt eigentlich durch den Notausgang raus. Du hättest auch einfach kurz halten können, das war in der Halle zu laut, ihr seid auf Dach gegangen. Ja. Du erzählst mir gerade in 5 Minuten Story, welche Räume ihr alle aufgeschenkt habt. Ich war gerade Ich habe aber gerade richtig gefühlt. Kurz halten heute, ne? Genau. Da haben wir auf Hallendach ein Interview geführt und wie wir noch ein Interview hatten, waren Jaron Sievert, das ist der Cheftrainer von den Füchsen und den neuen Transfer von den Füchsen. Nationalspieler sogar. Ehemaliger, also aktueller Nationalspieler, ist aber jetzt nicht bei Olympia mit vertreten. Reichmann. Tobias Reichmann, der gewechselt ist. Und, What? Woher? Also von wo? Rhein-Neckar Löwen. Oha, was? Also aber von zum HC oder zum Füchsen? Zum Füchsen. Ach so, ich wollte schon sagen. Das war gerade so kurz, Digga, was? HC-Aufstieg gesichert. Ja, genau. Und wir haben den halt auch Fragen gestellt. Ich würde mal sagen, das Interview von Jaron Sievert. Seht ihr jetzt hier? Passt schon. Dann erstmal herzlich willkommen im schönen Greifswald und Dankeschön für die tolle Zeit, die du dir hier nimmst. Erstmal so eine Frage vorweg, wie war die Anreise? Wie ist so der Eindruck von doch dem Kleinstädtchen Greifswald hier so? Die Anreise war unproblematisch. Wir waren, glaube ich, nur so 2,5 Stunden hierher. Wir sind direkt hier zur Halle, also von Greifswald an sich haben wir jetzt als Mannschaft noch nichts gesehen. Ich war schon das ein oder andere Mal in Greifswald.
Ich finde es eine sympathische Stadt an der Ostsee und wir freuen uns, hier gewesen sein zu dürfen. Schön. Geht man an so ein Testspiel an, gegen doch so einen unterklassigen Gegner? Probiert man viel aus oder möchte man von vornherein schon zeigen, was man kann? Wir haben den Fokus eher aufs Abwehrspiel gelegt, weil wir da ein paar neue Varianten probieren wollen, offensiver verteidigen, aus der Offensive in die Defensive. Und da lag der Fokus drauf, ohne den Gegner jetzt zu unterschätzen, sondern mit Respekt zu begegnen. Und ich fand, das ist uns gut gelungen, Handballfest hier zu veranstalten. Die Zuschauer, die Kulisse war super. Also beide Mannschaften haben zu diesem Handballfest heute ihr Nötiges beigetragen. Das war jetzt so der kleine Startschuss in die Saisonvorbereitung. Was sind wir jetzt aus dem Spiel mit? Was sind so die nächsten Ziele in der Saisonvorbereitung? Ja, man sieht ja, uns fehlen noch 2, 3, 4 Spieler. Die einen sind bei Olympia, die anderen sind noch verletzt. Da hoffen wir, dass sie schnellstmöglich wieder zurückkommen. Was nehmen wir mit? Abwehr haben wir, denke ich, schon ein paar Sachen gesehen, woran wir arbeiten können oder müssen. Ein paar Systeme sind ja komplett neu, die wir jetzt auch erst wieder festigen wollen. Und im Angriff mache ich mir eher weniger Sorgen. Da waren wir letztes Jahr auch schon gut. Mit Tempo agieren, Passgeschwindigkeit. Und das wird dann über die Vorbereitung sicherlich auch kommen. Eine abschließende Frage noch. Man hat zwar mit der Liga und auch international quasi viel zu tun. Schaut man trotzdem mit einem Auge immer nach Kreisberg und guckt so die Daumen für den kleinen Freund jetzt? Absolut. Wir sind ja verbunden durch unseren Busfahrer, durch das Busunternehmen sowieso hier in Greifswald. Ich habe gehört, Ambitionen sind groß, Aufstieg in die vierte Liga eventuell zu schaffen. Es sind auch viele junge, dynamische Spieler dabei. Also die Chancen sind, glaube ich, gar nicht so schlecht, eine gute Rolle in der fünften Liga zu spielen. Und würde mich freuen, wenn wir irgendwie in 1, 2, 3 Jahren wieder hierher kommen und dann Viertligisten bespielen dürfen. Greifswald, eine größere Rolle im Handballspiel. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Und das von dem Herrn Reichmann gleich hinterher. Hallo, also erstmal danke für die Zeit und herzlich willkommen schon in Reifswald. Wie war so der Eindruck, war in der kleinen Halle, aber dann auch in der Kulisse zu spielen? Aber manchmal macht es auch mehr Spaß, in der kleinen Halle zu spielen, wenn die Halle voll ist oder auch weniger Zuschauer drin sind, aber trotzdem die Stimmung war super, hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass die Zuschauer da auf ihre Kosten gekommen sind. Merkt man als Profi eigentlich so einen Unterschied zwischen der Schulsporthalle, die jetzt hier die Mehrzweckhalle ist, und dem noch eigentlich Bundesliga-Parkett, auf dem man dann spielt? Ja, na schon. Also gerade von der Größe her, dass halt die Tribüne dann rundum ist. Aber trotzdem, die Stimmung war heute auch super. Ich glaube, alle haben sich gefreut, alle Spaß gehabt und das war heute die Hauptsache. Man hat jetzt quasi so den kleinen Saisonstart gehabt hier im Greifswald. Was sind so die kleinen persönlichen Ziele auch jetzt für das kommende Jahr mit den Füchsen? Ja, erstmal gesund bleiben, auf jeden Fall das Bestmögliche rausholen. Das war unsere Ziele, die wir erreicht haben oder gesteckt haben, erreichen und dass wir eine gute, erfolgreiche Saison spielen und dann am Ende werden wir mal gucken, was da rauskommt. Eine abschließende Frage noch. Man hat ja immer viel zu tun im Handball, man ist vom Kopf bei Spiel zu Spiel. Hat man trotzdem mal kurz in der Freizeit Zeit, vielleicht mit dem Auge nach Greifswald zu gucken und zu schauen, wie die der HC so performt? Ich denke schon, ja. Also man hat immer ein bisschen Freizeit oder ein bisschen Zeit, immer andere Dinge zu machen und da bleibt auch mal Zeit, um zu gucken, was der HC macht. Was ich sehr schön fand, was wir die gefragt haben, ist, ob die trotz dieser anstrengenden Saison mit der Belastung und so trotzdem noch ein Auge auf Greifswald haben. Und beide haben das bejaht, dass sie gucken und anfeuern und supporten. Und cool. Ganz schön. Und was ich schön fand, Jaron Siebert, ihr habt es gerade selber gehört, aber ich wiederhole es nochmal, hat er gesagt, so hoffentlich spielt man dann in ein paar Jahren wieder hier gegen den Viertligisten. Also er ist da sehr ambitioniert. Schade war. Daumen drücken auf ein bisschen jeden Fall. Das Max Benecke, der ist gebürtig aus Lürz. Er hat auch in der Jugend gespielt. Spielt jetzt bei den Füchsen. Der war leider verletzt und hat das auch nicht mitgespielt. Aber er war hier. Er saß auf der Zuschauerbank. Er hat für Richie noch ein Autogramm gegeben sogar. Genau. So, ja, aber dann war damit unser Donnerstag, unser früher Sportwochenende-Start, sag ich mal, beendet. Und nächsten Tag ging es für Richie und mich direkt weiter zum nächsten Spiel. Dann muss ich erstmal einen Spielbericht raussuchen. Wir haben es auch getippt. Muss ich auch parallel. Und zwar das Testspiel beim Stadion von Blau-Weiß am St. Georgsfeld. Blau-Weiß 2 gegen die HSG Uni Greifswald. Und ich kann schon mal so viel sagen, es war ein sehr torreiches Spiel. Aber Richie, ich gebe erstmal dir das Wort. Genau, also du hast ja die Zweitvertretung, die mit von Blau-Weiß, die mit sehr vielen A-Jugendspielern gespielt hat, wo er halt noch nicht weiß, okay, gehen sie in die erste, in die zweite. Man hat auch viel probiert, man hat insgesamt 4x20 Minuten gespielt. Das heißt, du hattest eine große Halbzeit, sag ich mal. Ansonsten 2 kleine Unterbrechungen halt drin. Die Partie beginnt sehr glücklich für Blau-Weiß. Man geht 1-0 in Führung durch
einen einfachen Ballverlust der HSG im Mittelfeld. Der Stürmer lässt sich viel zu lange Zeit. Also entweder geht er mehr aufs Tor oder spielt halt quer, aber lässt sich halt viel zu lange Zeit. Schießt dann und der Ball wird abgeprallt und fällt halt in der Bogenlampe hinter den HSG-Torhüter. Obwohl man den ganzen Tag über sagen muss, dass die HSG-Torhüter, die haben es halt so gewechselt, nicht die Glanzleistung abgeliefert haben. ja, und dann geht es halt wirklich Schlag auf Schlag. Also dann gleicht die HSG aus durch einen Ball halt in die Tiefe, den man halt gut verwertet. Dann kommt Blau-Weiß wieder zur Führung mit 2-1 nach einer Ecke, wo die Zuordnung bei der HSG gar nicht stimmt. Also das war so ein direkter Eckschuss und da kommt jemand von hinten durchgelaufen, köpft den mit Superspeed rein. Ja, vom 16er bis zum 5er läuft er einfach frei durch und nickt den halt dann ein. Und da ist halt Tempo, da kannst du keinen Vorwurf machen. Das ist schwierig. Dann gibt es ein 2-2, was durch ein starkes Solo an der Außenbahn beginnt, zieht rein, spielt scharf in die Mitte, macht halt das 2-2. Ja. Und dieses Solo über links haben sie auch echt oft versucht, die HSG an dem Tag. Also das haben die wirklich bestimmt 8-9 Mal probiert, 1-2 Mal war es erfolgreich. Zum Torabschluss, genau. Ja, dann ist es halt das 3-2, womit die HSG... Falls du die Namen oder so, die Uhrzeit mal oder der Spielzeit mal sehen willst. Luigi kann den HSG-Kader doch auswendig. Ja, die Torschütze hat es nicht gewusst. Das ist jetzt auch... sein Unterspiel, das ist die Torschütze ja nicht so wichtig. Übrigens, meine Legende Robert Müller war Trainer. Oh, ist er jetzt Cheftrainer geworden? Oder? Nee, ich glaube, also der hauptsächliche Cheftrainer Martin Mantel war im Vaterschaftsurlaub. Na gut. Und Robert Müller hat ja auch die Lizenz gemacht und deshalb stand er an der Seite hier. Aber spielt er noch weiter eigentlich? Oder? Ich hoffe, ja. Also ist noch nicht fest. Ich weiß es nicht. Ich brauche noch einen Trikot von dem. genau, und dann macht die HSG halt ein 3-2. Wieder Ballgewinn. Der Ball rutscht halt, fand ich gut vom Schiedsrichter. Ist ein klares Foul. Er sieht aber die Chance, lässt Vorteil laufen. HSG nutzt das 3-2, was eigentlich für einen Schiedsrichter immer das Highlight ist, wenn nach einem Vorteil halt ein Ball zum Tor zu lassen. HSG macht das 4-2 durch ein Pass in die Schnittstelle, Torwart und Angreifer machen Pressschlag, Ball rutscht vorbei. Ja, wirklich Schlag auf Schlag, ne? Ja. Wenn die Uhrzeiten oder die Spielzeiten das schon. Von 4x20 Minuten gespielt? Ja, genau. Also wirklich das 2-2 fällt in der 23. und das 5-2 in der 33. Also zwischendurch war ich auch schon kurz fast verwirrt, so wie steht es denn überhaupt jetzt? Ja, glaube ich. Verständlich. Genau, also 5-2 ist halt so ein Lupfer, der eigentlich kein richtiger Lupfer ist, den halt der Torwart mit einer Hand noch so berührt, aber der rutscht halt dann durch. Genau, 6-2. Spieler legt den Ball am Torwart vorbei, läuft aufs freie Tor zu, stolpert den halt, schiebt den mit so einem Fall noch an den Pfosten. Ball prallt von dem Pfosten wieder vor seinem Fuß, er kann ins leere Tor einschieben, wo du schon die ganze Bank gehört hast. Ah. Also ihr merkt, wir liegen im Regionalsport. Ja. Genau für solche Momente. Und dann steht 6-2 und ich war vom Kopf her schon, kriege ich halt ein 6-2 durch. Und dann ging es halt los, HSG wechselt zur Halbzeit, bringt 9 neue Leute rein. Also komplett umstrukturiert. War so ein Spielmodus, dass man so viel wechseln konnte, wie man wollte? Oder? Ja, ja. Okay. Genau, bringt halt 9 neue Leute. Und auch wieder reinwechseln? Haben sie nicht gemacht, sie haben halt nur einmal gewechselt. Okay. Also bei Blau-Weiß haben auch super viele Wechsel stattgefunden. Bei Blau-Weiß ist einer zur Halbzeit runter, ist dann laufen gegangen. Also ich habe ihn wirklich so am Rick lang joggen gesehen. Und dann meinte Richard noch, jetzt glaube ich nach Wieck gejoggt oder so. Aber 10 Minuten später war er wieder da. Also er kann er nicht gemacht haben. Ein bisschen gejoggt, kam zurück und ist wieder eingewechselt. Also halt Vorbereitung. Okay. Genau, und dann kam es halt, also stand 6-2, so cool, wo es halt eigentlich aktive Pause sagen würde, wo es durch war. Dann kommt halt der Wechsel. Ja, und dann ist halt 6-3, entsteht dadurch, ist wieder nach einer Ecke für Blau-Weiß das Tor. Aber der Torwart hat Probleme bei der Ballannahme. Dadurch kommt es zur Ecke, also eigentlich ein Torwartfehler, kann man so sagen. Dann 6-4, der Torwart spielt einen Fehlpass im Aufbau, wird ausgekontert. Nächstes Tor, 6-5, man verliert Mittelfeld den Ball, kriegt einen Konter, schießt einfach lange aufs Tor, fällt hinter dem Torwart rein, 6-5. Also es waren drei Tore in der zweiten Halbzeit, oder im letzten Viertel, wo der Torhüter halt nicht gut aussah, was dann auch so, wir dann quasi auch realisiert haben, okay, da haben die neuen noch nicht so gut funktioniert, auch gerade so, man hat ja viele Transfers getätigt, 4 vom GFC ausgeliehen, einige sind auch aus der A-Jugend vom GFC halt hochgekommen. Ja, es war jetzt noch nicht so die Leistung, die man letztes Jahr von der HSG kannte. Zahnräder müssen noch in den Artikeln quasi. Da muss noch viel gemacht werden in der Saisonvorbereitung. Man hat halt deutlich dominanter erwartet quasi gegen Blau-Weiß 2 vor allem. Die man aber auch ehrlich sagen muss, halt eine sehr gemischte Truppe waren. Das waren welche, die halt noch nicht wissen, ob sie in die erste oder zweite gehen, welche aus der etablierten zweiten, welche, die neu dazugekommen sind. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. aber ja, ansonsten war es das eigentlich zu dem Testspiel. Ja, ihr habt wahrscheinlich jetzt auch wieder die ganzen Spielszenen, oder zumindest alle, die wir haben. Ein paar Tore hat Fabi gesehen. Auch aufgekriegt. Shoutout an Fabi. Das ist halt auch Shoutouts hier. Wirklich, viel zu viel. Wir loben den ganz schön viel aufgenommen am Wochenende. Kann auch viele Shoutouts kriegen. Richtig. Und das war dann quasi euer Freitag? Genau, das war quasi der sportliche Freitag.
das Testspiel am St. Georgsfeld. Mhm. Und bevor wir jetzt dann zum restlichen Wochenende kommen, würde ich sagen, schieben wir mal jetzt kurz mal den Ergebnisdienst ein, Felix. Genau. Hau mal raus. Boah, das war heute früh. Jetzt kommt dein schöner langer Part, Felix. Ja, hau mal raus. Wir fangen im Fußball an. Das einzige Ergebnis, was ihr bisher noch nicht gehört habt, der GFC verliert zu Hause 0-1 gegen die Hertha-Bubis. Dann im Freundschaftsspiel gewinnt die HSG auswärts am St. Georgsfeld gegen die zweite Auswahl von Blau-Weiß mit 6-5. Und okay, der HC verliert mit 26-46 sein Testspiel gegen die Füchse aus Berlin, Reinickendorf, glaube ich. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Dann sind wir durch ein Ergebnis wieder durch. Bing. So, und ihr merkt, welcher Spielbericht gleich noch fehlt. Kommt genau, gleich noch zu. Man kann sich denken. Ja, ja. So eine andere Sache haben wir ja auch noch nachher. Aber wir kommen jetzt erstmal vor dem Spielbericht zum GFC noch zu unserem schönen Lieblingsrubrik, unserer neuen. Und zwar dem Blind Ranking. Da habe ich mir heute mal Marius rausgesucht, der über was Blind ranken darf. Ich hätte erst, tatsächlich, fand das schön, dass du es von aufgegriffen hast, Richard. Das kommt vielleicht irgendwann nochmal. Ich hatte erst überlegt, dass ich dich heute, aber du warst letztes Mal schon quasi dran, oder vorletztes Mal, Spieler oder Sportler aus Greifswald ranken lasse nach ihrem Legendenstatus. Okay. Wäre natürlich super, aber du kennst die meisten. Mhm. Aber habe ich mal weggelassen. Er wollte sich nur die Idee schon mal saven, dass ich kein anderer klaut. Okay, auch mal, egal. und zwar gehen wir jetzt mal heute darauf ein. Marius, du darfst mir heute mal die Sportevents, die dieses Jahr stattgefunden haben oder noch stattfinden werden, im Endeffekt ranken, sage ich mal, an Geilheit dazu zu schauen. Wie geil okay ist es, bei so einem Sportevent dabei zu sein, von den jeweiligen lokalen Vereinen. Okay, also ich ranke Sportevents. Du rankst Sportevents. Wir fangen gleich mal an, da warst du tatsächlich schon dieses Jahr beim MSC Jamen und die haben gespielt gegen den MSV Tornado Kirspe. Okay, also ich sag mal so, es war ein geiles, also soll ich jetzt persönlich nennen? Okay. Und ist das speziell nur das eine Spiel oder generell die Experience? Die Experience, ich habe jetzt okay, das eine Spiel ausgenommen quasi. Also ich sag ehrlich, macht der Herr Merse noch, genau, das haben wir okay gesehen. Also ich sage schon mal so, es war halt jetzt kein spezielles, besonderes Spiel, sag ich mal, weil es halt ein normales Saisonspiel in Anführungszeichen war. Aber es war halt für mich in dem Sinne das erste Motorballspiel, das ich jemals gesehen habe. Und dementsprechend halt eine super witzige Erfahrung. Ich hatte auch zwei sehr gute Freunde dabei, mit denen wir sehr viel Spaß dort hatten, weil die auch noch nie Motorball geschaut haben. Das heißt, von der Experience her war es schon sehr lustig, aber ich glaube, da kommen auf jeden Fall noch bessere Events. Ach, es ist immer dumm, 1 und 5 offen zu lassen. Während du kurz überlegst, ich will nur kurz einstreuen, ich habe vorhin bei der Recherche gesehen, dass die wohl jetzt auch anfangen können, ihre Spiele live zu übertragen. Geil. Das weil die nice ein Sponsoring mit einer Kamerafirma, die hat das Equipment zur Verfügung stellt. Ja. Und da haben die jetzt angefangen bei zwei Motorballvereinen und einer von beiden ist halt der MSC Jamen gewesen. Geil, das kommt natürlich zu. Die andere Mannschaft, die das bekommen hat, hat schon das erste Spiel live übertragen. Also das kann man sogar schon noch nachgucken auf deren Seite. Nice. Und das, wenn Jamen das nächste Mal zu Hause spielt, gehe ich mal davon aus, dass das vielleicht auch übertragen wird. Aber ist auf deren Insta-Seite auch zu sehen von Jamen. Also wer ein bisschen was Genaueres zu will, mal durchgucken. Du hattest jetzt genug Zeit zu überlegen. Genau. Ich hatte jetzt genug Zeit zu überlegen. Einfach, ich kann gar nicht einschätzen, was Bomi noch für Events rausgebracht hat, aber einfach nur, weil es jetzt kein quasi Derby oder irgendwas war oder kein krasser Gast zu Besuch war, würde ich es erstmal ganz vorsichtig auf die 4 packen. Ja, okay. Mhm. Dann machen wir gleich mal weiter. Passend zum letzten Wochenende, passend zu einem Bericht, der noch kommen wird, der Beach Cup. Der Beach Cup in Usedom. Also, man muss ja sagen, ich bin ja auch Volleyball-Fan. Ich habe ja selber ein paar Jahre im Verein gespielt auch und Eigentlich gucke nur, dass ich wieder als Football. Nein, Spaß. Ich finde, als ich parallel Football gespielt habe, habe ich parallel zum Football gemacht. Hier in Greifswald beim VC. Shoutouts. Aber der Beach Cup war schon ein riesiges Event. Ist ja auch nicht ohne Grund das weltgrößte Beachvolleyball-Turnier. Und einfach mal diese Experience am Strand da mit dem Center Court, auch dieses Bild, wenn du so 90 Volleyballfelder über die Promenade aufgebaut siehst, da unten am Strand, ist halt schon crazy. Fang ich tatsächlich auf die 2. Kurze Frage, wie haben die das mit den Ergebnismitteilungen gemacht beim Beach Cup? Dazu kommen okay wir mal den Bericht. Kommen wir nachher in Ruhe. Dann als drittes, und da speziell das Spiel, jetzt macht es nämlich auch für euch vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Als drittes rankst du bitte ein Spiel, was auch jetzt kommende Saison noch kommen wird, vom HC Vorpommern Greifswald im Derby gegen den HSV Grimmen. Das Heim- oder das Auswärtsspiel? Auswärtsspiel. Also rank ich jetzt das, was ich geschaut habe, oder das, was kommt? Das noch, also du kennst ja schon okay, die Events, wie sie sind. Aber vielleicht ist das Auswärtsspiel jetzt in der Rückrunde. Also ich sag ehrlich, war so eines der ersten Highlights, die wir als Sportrückblick, glaube ich, hatten. War ein sehr geiles Teil, was wir damals in Grimmen geschaut stimmt, haben. Ja, ich noch mit dem Auswärtsbus mitgefahren. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Stimmung. Ich kann es nicht mehr in den Beach Cup packen, aber es ist halt
der Vorteil, den es gegenüber dem MSC Jamen hat, ist halt, dass es halt ein Derby ist, wo da wirklich Hitze drin ist. Mhm. Deswegen packe ich es jetzt, und dann habe ich die 1 und die 5 auf, und das ist richtig kacke eigentlich. Man endet immer so gefühlt. Aber, aber wenn ich die Experience ranke, einfach nur, weil ich es schon kenne, sage ich mal, und Handball auch öfter gucke, packe ich es, glaube ich, sogar noch unter Jamen. Okay. Einfach aus Angst, dass jetzt gleich, zwei gute Sachen. Oder packe ich es auf die 3? Ja, du hast... Nee, weißt du was? 3, komm, 3. Okay, dann rankst du mal bitte... Ich werde gleich hassen, Felix. Ich weiß ja schon, ich werde dich gleich hassen, aber... Dann rankst du mal bitte als Viertes, und dazu kommen wir auch nachher noch mal ein bisschen ausführlicher, das anstehende DFB-Pokalspiel vom GFC gegen Union Berlin dieses Jahr. Ganz ehrlich, packe ich auf die 1. Sage ich jetzt schon, weil wir haben es jetzt am Wochenende gemerkt, dass... Okay, du hast auf die 1 gepackt, aber warte, zieh ruhig wieder. Schön. Wir haben es schon gemerkt, in einer ausverkauften Mehrzweckhalle, übelst grandiose Stimmung. Und ausverkauftes Volksstadion kann das, glaube ich, einfach nochmal übertoppen. Ich habe sehr Bock drauf. Ich bin auch Union-Sympathisant, sage ich ehrlich. Dementsprechend muss ich es auf die 1 packen. DFB-Pokal, ich habe schon richtig Bock. Union besser als Hertha auf jeden Fall. Also. Kommt jetzt Potsdam-Wendels? Ja. Genau, das kommt jetzt. Auswärtsspiel der Vorpommern-Wendels bei den Potsdam-Royals. Zweite Mannschaft. Stark. Das packe ich auf die 0. Das war auf die 5. Wendels auf die 5, steckt das Passi, du bist jetzt nur noch... Nein, ich packe das auf die 0. Das war auch so gut, weil Marius kann das auch als Zuschauer halt bewerten, ganz gut. Stimmt, ja. Das ist nicht verkehrt. Ja, ja, reingeschossen, ne? Also, nee, ist bei mir auf der 0 tatsächlich. Also. Okay, und was auf der 5? Das ist auf der 5, Marius, hast du jetzt verkackt. Aber das war ja, mein Ranking. Ich bin mit dem Ranking sehr zufrieden. Ich glaube, ich würde einfach alles eine Etage runterräumen und dann halt, obvious, Potsdam Bandits auf die 1 packen. Du warst am Anfang fand ich ganz gut. Aber also, die ist doof gelaufen. Ja. Ihr seht das Ranking jetzt hier. Es tut mir sehr leid, Bandits. Das kommt so in die Bullshit-Gruppe rein. Fünfter String jetzt nur noch. Tja, Marius, aber habe ich dich genau bekommen, so wie ich dich haben wollte. Aber damit jetzt schon zu Ende. Danke auf jeden Fall, dass du dir das gemacht hast. Wir kommen jetzt mal zum Dass du so genau ins Fettnäpfchen getreten bist. Nächste übrigens, die nächste Top 5 übrigens auch suchen, Marius, damit. Genau. Ich sage euch jetzt schon, ich werde Felix nehmen, weil der hat noch gar keine. Ja, ich ja. Und er freut sich gerade viel zu doll. Ich will auch gerne mal. Ich werde da was kochen. Oh, ein bisschen Zeit. Und dann würde ich mal einen GFC-Bericht anfangen. Ich kriege auch schon mal was. Da haben wir noch ein bisschen was zu bereden. Haben wir ja schon eben angeschnitten im Ergebnisdienst 0-1. Ich glaube, haben auch die wenigsten, die Sendung gucken, nicht mitbekommen, dass das Auftaktspiel vom GFC leider verloren ging gegen die Hertha-Bubis, die sich relativ gut gezeigt haben. Ich starte mal einfach tatsächlich so ein bisschen erstmal mit dem... Habt ihr alle die Highlights geguckt? Also ich habe es mir angeguckt heute. Tatsächlich nicht. Ausschnitt. Ich schaue mal tatsächlich mit der Stimmung so ein bisschen rein. Hertha BSC mit, lass es 5-6 Fans gewesen sein, die tatsächlich am Ende der Hauptbühne, also der vor dem Hauptgebäude befindlichen Tribüne. Also wieder auf der rechten Seite. Ne? Genau, ganz also unten in diese Ecke. Und die haben tatsächlich, muss man ihnen lassen, gut Stimmung gemacht. Bei Anpfiff haben die ihre Chants rausgehauen, die waren sehr laut zu fünft, die haben das schön... Das hast du auch gehört auf der Seite? Ich hab's gehört, Seite? Sehr gut sogar. Ich hab's teilweise zwischenzeitlich lauter gehört als unsere eigenen Fans tatsächlich. Glaube ich, ja. Dazu auch tatsächlich eher unverändert. Ich habe da ja eher meine skeptischere Meinung, sage ich mal, zu der Art und Weise, wie die GFC-Fans sich zu großen Teilen, ich will um Gottes Willen nicht alle da reinziehen, aber gerade per se der Block, der bei unserer Seite oftmals ist, sich präsentieren. Die paar wenigen, die auffallen, sind dann halt die auffallen. So. Ja, lautstark halt sind im Endeffekt dann auch. Ja, Richard? Ist der Presseton neu gemacht worden? Nein. Okay. Nice. Der war und ich wurde für meine 4 bei der Stimmung geroastet, ne? Ich wollte es nur mal gecallt haben. Also. Was? Beim Top 5 Ringer, als ich die 4 gecallt habe für Greifswald mit der Stimmung, wurde ich für geroastet, ne? Ja, ja. Da wurde es ja jetzt abgelöst beim Skandal. War interessant. Es gab auf jeden Fall einen Fan-Banner, was am Anfang beim Einlauf aufgespannt wurde. Ich wollte noch rumlaufen, aber ich habe es nicht geschafft, in Zeit rumzukommen. Zu langsam. Für Nummer 14 irgendwie. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas haben sie da hochgehalten. Genau, dann gab es noch so den, fand ich auch sehr schöne Szene irgendwie, wo dann die Hertha dann so, haben sich am Anfang vom Spiel so im Kreis befunden, haben sich ein bisschen heiß gemacht, so kurz einen kleinen Schrei, war kurz Stille und hast aus dem GFC-Block eine Stimme so, verpisst euch! Also, okay, ich bin wieder im Stadion hier, alles klar. Oh, schön, wir sind im GFC, mein Fußball. Generell jetzt aber, ja, weiß ich nicht, sind halt viele, wie gesagt, Chants gewesen, die mir nicht so gefallen haben. Ich werde jetzt nicht explizit darauf eingehen, was speziell sind auch Sachen, die jetzt nicht so... Keine Bühne geben. Denen man jetzt nicht Bühne geben muss. Dann komme ich mal ein bisschen zur Overall-Team-Performance, was mir so grundsätzlich aufgefallen ist, GFC mit deutlich verbessertem Pressing, fand ich tatsächlich. Mhm. Also das, was wir oftmals letzte Saison schon kritisiert hatten, dass sie halt schon gepresst haben, aber die Gegner sich relativ einfach rauskombinieren konnten, hatte man nicht das Gefühl. Also Hertha musste oftmals sich wieder umdrehen und zurück zum Torwart spielen und wurden weiter reingepresst. Also da hatten sie echt Probleme hinten. Generell GFC mit deutlich besserem Positioning, haben, finde ich, besser das Mittelfeld eingebracht. Also du hast halt quasi so ein Doppelsechs gehabt mit Detlo und Brandt und Detlo war halt immer so ein bisschen der Offensivere von beiden.
Benjamina fand ich, war mega viel unterwegs. Also ich hatte ihn, glaube ich, in keinem Spiel letzte Saison so viel laufen sehen übers Feld wie jetzt. Das fand ich unfassbar. Und Schlingen auf Vorbereitung war also... Musste gewesen sein. Aber die waren auch alle sehr motiviert beim Saisontilt erstmal. Ja. Und so motiviert war es anscheinend nicht. Auf den Flügeln, also Greifswald begann tatsächlich in dem Spiel mit einer, würde ich sagen, 4-2-3-1. Also du hast ja die Viererkette gehabt mit Striezel und Schmiedemann hinten drin. Außenverteidiger war Griebsch. Hat Schmiedemann das Rennen gewonnen? Ja. Griebsch auf links, der mir sehr gut gefallen ist, komme ich auch gleich nochmal zu. Rechts war Janis Fahr. Striezel und Schmiedemann? Ja. Sind nicht beide linke Verteidiger gewesen? Hatten wir das nicht so das Thema? Nee, Engel und Schmiedemann waren... Egelseder. Ah nee, Engel und Schmiedemann sind beide linke Verteidiger. Genau. Und Schmiedemann hat gewonnen, hast du recht. Richtig. Okay, krass. Dann hast du auch reinkommen in den ganzen Kader. Ja, hast genau. Du Niklas Brandt wieder gehabt auf der 6. Du hast Deto davor gehabt, so ein bisschen, sag ich mal, ja, schon eher so offensiver ein bisschen angedacht. Dann hast du quasi den, ja, würde ich sagen, hängende Spitze gehabt mit Guido Kotscher, was wir letzte Saison auch schon, Benjamina als eher Spitze vorne drin. Und dann quasi, fand ich sehr interessant, tatsächlich hast du nämlich Elias Kratzer auf dem rechten Flügel gestartet und links halt Abu Alpha, was eher zu erwarten war, würde ich behaupten. Ja, das ist auf jeden und Fall. Ich fand gerade die linke Seite hat mir gut gefallen, weil du hast Griebsch, der meiner Meinung nach im Vergleich, wir alle vermissen Koskun ja irgendwie so ein bisschen mit seiner Qualität, aber ich fand Griebsch defensiv deutlich besser als Koskun. Nicht, dass Koskun schlecht war defensiv, aber ich fand da war nochmal eine Stufe drüber. Er ist halt eher der verteidigende Linksverteidiger, nicht der offensive. Ah, genau. Ja. Und wenn du das eben das, was du ja im Angriff dann was dir dann an Koskun fehlt, machst du halt mit einem Abu Alpha auf derselben Seite wieder gut. Der ist halt in diesem Spiel ein bisschen schwierig hatte, weil er halt wirklich jedes Mal, wo er ansatzweise an den Ball kommen konnte, zwei Leute an ihm waren, aber... Letztes Jahr bei Babelsberg war er? Nee. Al-Klinike, genau. Da war er, genau. Da hat er ja wirklich sehr viel Furore gesorgt, deswegen ist er auch sehr wahrscheinlich auf vielen Radaren. Wir erinnern uns, der GFC hat ja gegen Al-Klinike zweimal verloren und dachte sich, man holt sich erstmal zwei Transfers direkt von dort. Das kann so nicht wieder passiert. Richtig. Was mir an ihm sehr gut gefallen hat, ist, muss man sagen, aber es passiert halt einfach, wenn du ein dribbelstarker Spieler bist, du machst mal die falsche Entscheidung, nimmst mal das falsche Dribbling, anstatt du es passen können. Das kam halt vor. Hat mir aber sehr gut gefallen. Nach Ballverlust hat er sofort umgeschaltet, ist sofort zum Ball gesprungen, hat auch oftmals den Ball dann sofort wieder erobertet. Also da war ein Kampfgeist auf jeden Fall da. Generell zu den Neuzugängen, die gestartet haben, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Griebsch haben wir schon angesprochen, stark in der Defensive. War offensiv, wie gesagt, eben kaum eingebunden, aber hatte ein sehr, sehr gutes Positionsspiel. Also er hatte einen sehr schnellen Flügelspieler auf seiner Seite, aber hat das halt weitestgehend mit gutem Positionsspiel eigentlich beenden können. Das Spiel. Linker war er, ne? Linker war genau, links. Und Striezel als Innenverteidiger fand ich jetzt vom Spielstil eher wie so ein Abräumer, weniger wie der Spieleröffner. Da muss man sagen, man eher Schmiedemann und Egelseder als so Spielercharakter. Bis Engel habe ich auch jetzt schon öfter mal gesehen, dass er das kann. Das sah an sich gut aus. Dann kommen wir mal so ein bisschen in den Spielverlauf rein. Du beginnst halt als Kreiswart relativ aktiv. Vierte Minute gleich mit dem Freistoß vom Brand, den er flach aufs Tor bringt. Leider knapp vorbei. Dann geht's weiter gleich fünfte Minute Kotscher mit einem wirklichen Strahl vom 16er, bei dem echt wenig fehlt. Ja, der krass knapp über die Latte rüber. Dann gehören die zweiten 10 Minuten, würde ich eher behaupten, so Hertha. GFC sich ein bisschen zurückgenommen. Hertha konnte spielen, konnte ein bisschen ihr Spiel aufbauen, hatte aber auch nicht wirklich entscheidende Chancen in dieser Phase. Dann hast du halt in der 26. Minute nach so einer Ecke quasi einen Haufen von Chancen für den GFC. Hertha kriegt da immer irgendwie noch ein Bein dazwischen, schafft es noch einen Körper dazwischen zu werfen und die Chance wird am Ende auch vereitelt. Und dann, das habt ihr sicherlich auch gesehen, in der 30. Minute Kratzer, der mit einer Großchance in einem, glaube ich, 3-2 aufs Tor alleine zuläuft, den Torwart sogar aussteigen lässt und dann aber nur das Außennetz trifft. Bittere Situation dafür. Für Kratzer, ich glaube, der Hertha-Trainer hat sich in dem Moment noch sehr echauffiert, weil er abseits gesehen haben möchte, dass es nicht gab. Wie viele Fans haben gejubelt, weil sie das Tor gesehen haben? So ungefähr die Hälfte, glaube ich. Trainer hat noch Geld bekommen von Hertha für die Aktion, was er ein bisschen lautstark gemeckert hat. Und dann geht man in die Halbzeit. So. Also, GFC in der ersten Hälfte schon, man hat die Idee gesehen, wie sie spielen wollen. Aber es hat der letzte Pass, der letzte Schritt noch gefehlt, der letzte Funken, Glück teilweise auch. Also diese Konsequenz. Genau, das auch super viele diese Ball herumstocher 10 zwischen zwei Spielern gab, die unglücklicherweise Hertha gewonnen hat. Sehr, sehr häufig tatsächlich. Das sind halt Situationen, die sind 50-50-Situationen. Wenn du die halt im Mittelfeld des Spiels gewinnst und daraus eine Umschaltsituation kreierst. Kannst du auch schwierig trainieren. Das ist halt so, im Spiel, da läuft es, da läuft alles für dich. Und Spiele, wo alles gegen dich läuft bei solchen Sachen. Da ist schwierig, ja. Und dann gehen wir auch schon in die zweite Hälfte. GFC-Fans fangen gerade an, sich so ein bisschen Stimmung zu machen, ihre typischen Chance rauszuhauen. Innerhalb dieser Chance sehen wir dann den Elfmeter tatsächlich für die Hertha, der da reinkommt. Vollkommen rechtfertigt, finde ich. Also da kommt, glaube ich, Schmiedemann tatsächlich auch ein bisschen zu spät in den Zweikampf. Der Hertha-Spieler fällt gut, gibt Elfmeter, den er aber... Fällt gut. Ja, fällt gut. Macht er gut. Ja. Sieht er gut, ja. Musst du auch annehmen, ne? Also so ein Foul.
Ja, haut das Ding aber mit Bravour an die Latte. Auch knapp vor der Linie aufgekommen und dann raus. Das habe ich tatsächlich im Stand natürlich nicht gesehen. Also das sah für mich eher eindeutiger aus, als er nicht drin war, aber wenn es knapper war. So ein Stück vielleicht. Okay. Also es war nicht. Also da ist das echt so die erste glückliche, wirklich hammerglückliche Szene für den GFC. Da hätte es nämlich schon 1-0 für die Hertha stehen können tatsächlich. Und dann geht es tatsächlich wieder so ein bisschen zweite 10 Minuten der zweiten Hälfte, gleich wieder eher härter, würde ich sagen. Und dann geht es mit dem GFC-Angriff los. Und da hast du wirklich eine lange Phase. Ich habe jetzt hier wirklich 57., 58., 59., 61. 57. lange Flanke von Kocsa, wird hammergefährlich. Torwart muss ran und zur Ecke abwehren. Hm. War eine krasse Situation. Diese besagte Ecke dann in der nächsten Minute landet auf dem Kopf von Schmiedemann. Dem fehlt auch nicht viel tatsächlich zum 1-0 in der Situation. In der 59. die Situation halt immer noch nicht vorbei. Brand mit einer Flanke von rechts außen, die auch richtig gefährlich wird im Endeffekt, aber durchrutscht. Und da rutschen Torwart und Innenverteidiger vom Hertha ordentlich mal ineinander, wo es auch zur Verletzungspause nochmal kam. Hm. Konnten sie weitermachen eigentlich? Ja, konnten beide weitermachen zum Glück. Vorher, das habe ich euch auch im Chat geschrieben, war ein bisschen meine Szene, weil ein Hertha-Spieler wollte halt ordentlich in den Zweikampf gegen Schmiedemann, ist abgeprallt, auf Schulter gefallen, muss ausgewechselt werden mit der Verletzung. Gute Besserung auf jeden Fall, aber es war eine sehr lustige Szene von außen betrachtet, das war einfach so. Das wurde beim GFC der Transferstrategie anscheinend auf Physis geachtet. Ja, ist halt so, Schmiedemann hat da einfach ein massiger Typ, so was das angeht. Dann hast du die 61. Minute Flanke von Fahr an den langen Pfosten, wo Abu Alpha den Ball annimmt und auch wieder knapp drüber haut und dann hast du eine 63. Da war so die Hauptsituation, glaube ich, von der man jetzt eigentlich erzählen kann. Du hast einen unfassbar starken Angriff vom GFC, der in massiven vielen Chancen endet, wo Benjamin das Ding ab und zu mal vor die Füße bekommt, rauf, haut wieder ein Bein zwischen, bald wieder ab, nächster Schuss. Das ist 5 Torchancen gewesen sein innerhalb von 30 Sekunden, die der GFC da aufs Tor bringen könnte und immer kommt jemand dazwischen. Summa summarum passiert dann, dass im Endeffekt ein Konter von Hertha läuft, der nicht gestoppt werden kann von Schmiedemann. Der sieht da tatsächlich ein bisschen schlecht aus, muss man ihm leider so sagen. Lässt sich da relativ einfach aussteigen und Nummer 40 von Hertha, Kobrolke hieß der. Ich guck nebenbei mal raus. Ja. Lässt wieder Schmiedemann gut aussteigen, rennt dann aufs Tor zu, legt ihn sich einmal am 16er Kante auf den rechten Fuß und schlänzt ihn halt flach mit einem kleinen Aufsetzer rein. Kann man vermutlich in einem sehr guten Tag halten. Ich würde aber Jakubow keine Vorwürfe machen. Oliver Rölke hat das vorgemacht. Ja. Der war hammergut platziert. Ja, und damit steht 1-0 für Hertha. Und quasi so in diese Sturm- und Drangphase vom GFC kommt halt der Stich dann, ne? Richtig. Sturm- und Drangphase. Und du bist halt, also das ist halt diese Hauptregel vom Fußball wieder mal. Du spielst halt ungefähr bis zu dem Zeitpunkt 63 Minuten ans Berliner Tor. Mhm. Ja, guter Wortwitz, ja. Und ja, am Ende machst du die Chance nicht und dann musst du am Ende kassierst du am Ende. Von den Dingen nicht machst, kriegst du hinten rein. Das ist die Regel im Fußball. Ich hab Opa gesagt. Aber 63 Minuten ist ja noch lange zu spielen, fast eine halbe Stunde war noch. Wir hatten noch einige Situationen, Kopfball von Benjamin in der 66. danach aber nicht mehr so viel. Also wir hatten noch ein paar Wechsel. Lemmel kam tatsächlich noch rein für Detlo. Hedge, auch Neuzugang, kam für Kratzer rein. Manns genommen offensiv für Kocsa in der 80. Engel für Griebsch. Aber es war halt im Endeffekt ein großes Anlaufen. Wir hatten halt diese langen Bälle, die wir auch aus sonstigen Spielen jetzt vor allem in der EM kannten. Lange Bälle nach vorne, probierst irgendwie einen Abpraller zu bekommen, hoffst da ein bisschen auf ein Glück. Also weniger rausgespielt, mehr einfach nur hoch und weit bringt. Das ist aber auch schwierig, weil Hertha stellt sich halt hinten rein, ja, fährt selber den Ball immer hinten raus. Muss man ihn lassen. Man muss schon sagen, in der 85. war es ein bisschen auffällig, als zwei Spieler gleichzeitig von Hertha runtergegangen sind und einen Krampf hatten. Weiß ich jetzt nicht. Also taktisch sehr unklug gemacht von beiden. Ja, definitiv. Weil das hätte man halt besser rausholen können. Ja, und dann spielst du da halt nochmal so 20 Minuten gegen das Tor, schaffst im Endeffekt das Ding nicht reinzumachen. Hertha spielt das gut zu Ende, hat am Ende auch nochmal wirklich das, also nicht so gemacht, dass sie zur Eckfahne laufen, den Ball da irgendwie festmachen, sondern wirklich offensiv probiert haben, einfach Akzente zu setzen. Weil wie wir alle auch wissen, andere Regel, Angriff ist die beste Verteidigung, ne? Wenn du hinten, wenn du vor dem Gegner Tor bist, wenn du mit drei Leuten davon nicht, und wenn du drei Leute von Hertha reichen, um sich dann dieser Sturm- und Drangphase noch am Ende von Greifswald vorne ein bisschen umher zu kombinieren, ja, kannst du das Game dann auch gut damit runterfahren, ne? Genau. Warst du überrascht, dass Olli Detlo den Vorrang vor Lemmle bekommt? Kann ich schwer einschätzen, weil ich Lemmle vorher nicht gesehen habe. Aber ich glaube, Detlo hat es sich schon verdient. Er hat letzte Saison halt super stark gespielt, hat da auch ein starkes Spiel gehabt. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, er wurde wenig eingebunden, obwohl er sich sehr viel präsentiert hatte so. Aber ich habe ihn halt wenig, also Brandt war für mich der deutlich aktivere Sechser. So. Nicht so die Akzente setzen. Genau. Oder tendenziell vielleicht das mit Lemmle und Brandt zu defensiv gewesen wäre, weil von dem Statistik-Output her, was Lemmle da geliefert hat, wäre er eigentlich einer für die Startelf gewesen. Und man hat ihn ja auch eigentlich dafür geholt von Jena. An sich schon, aber vielleicht fehlen dann einfach noch ein paar Zahnräder, die haken. Ja, oder das Einspielen im Team ist halt noch nicht so da. Aber ja, man verliert den Auftakt. War schon schade, war auch sehr enttäuschte Fans auf jeden Fall. Wie viele waren da? Oh, habe ich jetzt nicht genau im Kopf tatsächlich, das habe ich vorher auch jetzt drauf gehört. Und die wichtige Frage, wie lange waren sie nach dem Spiel noch da? Nicht lange.
Also okay. als ich gegangen bin. 1841. Ja, schon ordentlich gefüllt auf jeden Fall. Also da kann vor allem auch nur Heimfans, ne? Genau, außer die 5 Vetter-Fans, genau. Sorry. Wie sieht das aus? Was macht Stimmung denn wie viel? 1841 minus 5? 1836. Schwierige Frage jetzt. Nee, aber man muss sagen, der GFC startet nicht so wie gewünscht, glaube ich. Unsere Hot-Ticks kriegen so langsam hier ein bisschen Wahrheitsaspekt. Also wir müssen demnächst mal vielleicht irgendwie was anderes callen. Aber, und das will ich auch ganz, ganz klar hervorheben, man sieht das Potenzial. Man sieht, na, Abu Alpha, der zwei, drei Leuten, die das ganze Spiel zugestellt wird, wenn der Platz bekommt, dann hast du halt nicht bloß Kratzer, der ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat, by the way, also insanely gut gespielt hat, dann hast du halt nicht nur den auf der Seite, sondern auch nochmal einen Abu Alpha auf der anderen Seite. So, oder wenn, du den doppelst, dann musst du halt... Die Räume sind woanders da. Ja, anders, man muss dann nur nutzen können. Halt. Also sind wir gespannt auf die nächsten Wochen, aber du warst ja nicht ohne Grund da. Genau. Denn du hast da so eine kleine Geschenke bekommen. Ich habe Geschenke bekommen. Das ist nicht ohne Grund. Das Einzige, weswegen du da warst. Nein, also, das klang jetzt scheiße, aber du warst ja da, weil du... Um mir eine Akkreditierung abzuholen, damit ich da auch rein darf und so. Genau. Wir haben nämlich jetzt, schaut an den GFC, unsere Saisonakkreditierung wieder bekommen. Ey, und also ich hab die bekommen. Ihr habt sie noch nicht bekommen. Genau, eigentlich wollten wir es heute schon machen, dass Boom noch ein kleines Quiz vorbereitet, in dem wir uns jetzt die Karten erspielen können. Das machen wir nächste Woche, weil wir mit der Zeit schon ein bisschen eng werden. Wir haben auch 3 Interviews schon, die du jetzt noch draufrechnen musst. Ah, das ist ein bisschen knapp. Und wir noch eine Veranstaltung sogar haben. Aber tatsächlich haben wir eine Frage bezüglich dem GFC, die wir euch jetzt schon stellen würden. Und mit der Antwort dafür geht ihr dann bitte auf unseren Instagram-Kanal, weil wir haben die große Ehre bekommen vom Greifswalder FC und vom Sender hier, dass wir 2 Tickets für das ausverkaufte DFB-Pokalspiel verlosen dürfen. Absolutes Highlight, ich glaube, für uns und auch für unsere Fans. Genau, das ganze Gewinnspiel wird irgendwann, ich denke mal, gegen Ende der Woche auf Instagram laufen. Also geht gerne mal rüber, folgt schon mal rein. Da kommt dann bei Zeiten ein Beitrag. Und da müsst ihr unter anderem auch folgende Frage beantworten. Der GFC steht jetzt nicht bloß am Wochenende, in 2 Wochen, gegen Union Berlin im Pokal, sondern ich stand ja schon mal im Pokal. Und zwar am 7.8.2021 gegen den FC Augsburg. Wie war das Ergebnis? Das ist die Frage, die ihr zu beantworten habt in den Kommentaren. Am besten, wenn ihr cool seid, ohne nachzugoogeln. Die jetzt nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich weiß es auch. Richie, weiß es noch? Ich glaube, auch nicht ganz genau. Wir reden es später. Ja. Okay. Wir machen das nachher Sendung. Ja. Genau. Aber, wie gesagt, damit geht auf Instagram drüben. Dort wird es ein Gewinnspiel für die 2 Tickets geben. Wenn ihr also keine bekommen habt, habt ihr da noch die Chance. Genau. Und damit gehen wir auch weiter zu unserer letzten Sportveranstaltung, die ich geguckt habe am Wochenende. Und zwar war ich bei uns im Landkreis hier auf der Insel Usedom beim weltgrößten Beachvolleyballturnier, dem Usedom Beach Cup 2024 vor Ort. Mhm. Alleine? Ich war mit ein paar Leuten, habe einen kleinen Strandtag draus gemacht tatsächlich. Ja, und wirklich, ne? Ich habe vorhin schon mit ein paar Leuten. Und ich wollte auch sagen, und unser Kameramann Fabio war natürlich auch dabei. Ja, aber als erstes sagen können, finde ich. Oder den wärst du gar nicht. My bad. Genau. My bad. genau, ihr seht jetzt hier wieder dementsprechend ganz tolle Aufnahmen von Fabian. und ihr werdet jetzt schon sehen von der Kulisse her, es war halt ein riesiges Ding. Die ganze Strandpromenade lang waren halt über 90 Volleyballfelder aufgebaut. Und das Highlight hat in der Mitte ein riesiger Center Court mit NDR-Bühne und 2 großen Tribünen. Geil. Schon imposant. Genau, und das war halt übel cool, halt so in unserem Landkreis so Volleyball, Beachvolleyball zu sehen, mit halt so wirklich... Mach doch einfach weiter. Halt wirklich, die Atmosphäre dort war halt unnormal, es war übel laut, auch nicht nur die Tribünen waren da dran, sondern rund um die Felder rum waren halt so quasi ums Feld nochmal so in 2 Meter um die Linien rum so ein rotes Band, dass da keiner rüber geht. Und selbst da saßen halt alle rundrum, also alles war voll. Hm. Alles war voll. Genau, also Stimmung war wirklich genial. Kann ich nur empfehlen, nächstes Jahr, dass man da wirklich mal hingeht und das mal gesehen hat. Wir haben natürlich auch Spiele geguckt. Zum einen habe ich im Damenturnier habe ich ein Halbfinale und das Finalspiel geguckt. Dort haben wir dann auch am Ende ein Interview geführt mit dem 2. Platz aus dem Turnier. Und zwar den 2 Schwestern Laura und Anna Kurze, die gerade beide erst beim SV Warnemünde spielen. Das Interview hierzu seht ihr einmal hier. Okay, erstmal Glückwunsch zum 2. Platz hier im Turnier. Dankeschön. Tschüss. Alle VCG-Log, bitte räumt eure persönlichen Sachen aus dem Org-Zelt raus und auch aus dem Materialzelt, sodass wir
das abbauen können und ja, und so weiter. Bitte. So, ihr beide seid ja Schwestern, aus Rostock kommt ihr, ja? Aus Neubrandenburg. Aus Neubrandenburg. Ich bin aber wohnen beide in Rostock jetzt. Wie lange spielt ihr schon zusammen? Spielt ihr schon immer beide als Team Volleyball? Seit 2018. Immer mal wieder, genau, vereinzelt. Aber so richtig als Team, glaube ich, eigentlich seit letztem Jahr, oder? Ja. Okay, was waren eure Erwartungen hier heute vor dem Beachclub? Also habt ihr erwartet, dass ihr so weit kommt bei dem Turnier? Ich glaube, so persönliches Ziel war erstmal den Letztlistenplatz zu bestätigen und dann halt eventuell einen Platz besser zu sein als letztes Jahr, also Dritter. Dass wir ins Finale kommen, glaube ich, damit haben wir beide nicht gerechnet. Ja. Wie fühlt sich jetzt an, vor so einer großen Kulisse beim größten Volleyballturnier der Welt zu spielen? Die Lautstärke, wie nimmt man das alles wahr? Ich dachte, ich habe schon was gesagt. Ja, okay. Ja, also ich bin ehrlich, während des Spiels versucht man natürlich alles ein bisschen auszublenden, aber es ist schon ein sehr schönes Gefühl vor so vielen Leuten dann auf dem Center Court zu spielen und die Stimmung mitzunehmen. Macht die Lautstärke frischen, also pusht einfach mal mehr, dass es zu laut hier ist oder eher stört, wenn man sich selbst nicht mehr hört? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Auf der einen Seite pusht es einen, auf der anderen Seite, wenn man sich halt Calls gibt, wo der Pass hinkommt oder was für einen Angriff man machen soll, dann ist es halt schwierig, wenn die Lautstärke so doll ist, dass man es halt selber nicht hört. Ja. Und bei euch? Jetzt ist zwei, drei Turniere sind noch und dann geht's wieder in die Halle. Ich glaube, wir können noch mal ein großes Dankeschön an die Bitte die persönlichen Sachen aus dem VCG-Zelt rausräumen, Handtücher von der Leine räumen und so weiter. Laura, ich will ein Kind von dir! Hilfe! Gibt's einfach was ihr sagen wollt? Einfach ein großes Dankeschön an die komplette Organisation. Das ist mal wieder ein reibungsloses Turnier gewesen und ja, kann man einfach nur Danke sagen. Fand ich super sympathisches Auftreten, deswegen sind sie mir auch aufgefallen, deswegen war ich auch irgendwie so ein bisschen sympathisant mit denen, sag ich mal. Weil die einfach als Schwestern super viel Motivation hatten, super viel gute Laune aufs Feld gebracht haben und einfach auch bei beiden Spielen, die ich gesehen habe, den ersten Satz verloren haben und sich aber bis in den dritten Satz halt wieder zurückgekämpft haben und dann im Finale sogar im dritten Satz, glaube ich, bis 15 hat man gespielt. Und ich glaube, das Spiel ging halt bis 18-18. Also man wirklich noch verlängerter dritter Satz. Mhm. Super spannendes Spiel. Leider am Ende dann unterlegen. Und direkt im Anschluss war dann das Finale der Herren. Und hier haben das Ganze Toni Schneider und Daniel Sprenger gewinnen können. Die beiden konnten wir auch einmal interviewen. Das Interview seht ihr jetzt hier. So. Genau, erstmal Glückwunsch zum dritten Titel hier beim Usedomer Beach Cup, jetzt Rekordmeister damit. Wie fühlt man sich an als dreifacher Gewinner des größten Turniers der Welt, des Beach-Turniers der Welt? Also ich hätte damit nicht gerechnet, Daniel glaube ich auch nicht und es ist wirklich, wirklich unbeschreiblich, es hat so viel Spaß gemacht und ich hätte gerne eigentlich noch ein Spiel gemacht, es war wirklich eine geile Kulisse und tolle Zuschauer, toller Moderator, tolle Gegner. Nachdem man, wie ich letztes Jahr gehört habe, jetzt verletzungsbedingt rausgeflogen ist, ist der Sieg dann heute besonders schön? Es war vorletztes Jahr, aber der Sieg ist trotzdem sehr schön, weil ich glaube, die meisten haben gedacht, naja, beste Zeit von uns vorbei, so mit über 30. Und ja, ich glaube, wir haben jetzt einmal mal gezeigt, dass wir es auch noch mal können. Wie ist das so von dieser großen Kulisse vor dem Center Court hier, von den Fans? Also eigentlich Center Court in Karlshagen ist, glaube ich, das beste Feeling, was du haben kannst. Übertrifft nochmal alles dadurch, dass die Fans wirklich mittendrin sind, tolle Stimmung machen, der DJ ist klasse. Cool. Macht die Lautstärke hier dann einen Unterschied zu anderen Turnieren? Oder also pusht das einen noch mehr oder stört es eher, dass man sich selbst nicht hört? Also ich kann nur für mich sprechen, aber für mich ist es immer ein Pushen, wenn man auf so einer Kulisse spielen kann, weil man sieht einfach, die Leute haben Spaß, die haben Bock, die feiern jeden Punkt und es ist einfach geil. Sonst noch ein bisschen was ihr sagen wollt? Vielen Dank an unsere Fans. Genau, danke für alle, die uns die Daumen gedrückt haben und immer an uns geglaubt haben. Und der Sieg ist für euch. Alles klar, danke fürs Und das war zwar nicht ein nicht ganz so spannendes Spiel mit verlängerten dritten Satz und allem, aber trotzdem super spannendes, super, also Duell auf einem super hohen Niveau halt auch einfach. Und was ich sehr interessant fand, Schneider und Sprenger, die beiden, haben das schon zum dritten Mal gewonnen, tatsächlich haben es auch im Interview erwähnt und sind damit jetzt dann die Rekordmeister des Usedom Beach Cups. Also haben das weltgrößte Beach Cup ausgerichtet vom VC Greifswald übrigens. Ausgerichtet vom VC Greifswald. Ja, genau, aus VC Greifswald. Großer Partner, die haben dort auch alles auf- und abgebaut. Respekt an die ganze Crew, die dort super viel Orga-Stress, glaube ich, hatten. Also es war wirklich ein war gesponsert von Dan Power, ich weiß gar nicht, was das genau ist.
Ja, mit der Crew und mit dem ganzen Orga drumherum steht und fällt so ein Event halt einfach. Natürlich, du brauchst da echt freiwillige Helfer. Also das war ja vor allem nicht nur dieser eine Finaltag, sondern den ganzen Samstag waren ja auch schon Turniere. Samstagabend war ja noch Großparty, da kommt an Stand an der Bühne. Freitagabend war auch schon Party. Samstag hat man noch ein Feuerwerk gehabt. Also da war ja super viel drum und es war ja nicht nur ein Turnier an sich, sondern halt ein riesengroßes Event für Karlshagen und für Usedom an diesem Wochenende. Das hast du auch gemerkt an den ganzen Fans, die da waren. Super viele kreisweite Gesichter, die man dort auch vor Ort sehen konnte. Also wirklich an sich super starkes Event. Hm. Ich habe es nicht ohne Grund auf 2 gerankt. True that. Ja, sehr schön. Dafür. Das freut uns auf jeden Fall. Danke, Fabi, aber danke. Dass du auch dabei warst. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit heute, glaube ich. Nee, dementsprechend kommen wir nochmal fix zum Ausblick und der Tippspielauswertung. Fangen klassisch an. Die Tippspielauswertung geht ja schnell. Die Ergebnisse kennen wir alle schon. HC verliert gegen Füchse, haben wir alle so getippt. HSG gewinnt gegen Blau-Weiß, haben alle außer die Community so getippt. Und GFC verliert gegen Hertha, da haben wir aber alle an GFC belief. Dementsprechend gibt es zu uns 4, jeweils 2 Punkte. Für die Community 1 Punkt, macht einen Zwischenstand. Auf Platz 5 Marius Fischer mit 29 Punkten. Davor Christopher Bohm mit 31 Punkten. Der schließt auf, denn die Community ist auf Platz 3 mit 32 Punkten. Und wir beide, Felix und meine Wenigkeit, wir sind Erste mit 36 Punkten. Die Lücke wird größer. Ich finde, sein noch alt. Jetzt Mario ist das Reis. Achso, ja, okay. Nein, jetzt Mario ist ja auch gleich geblieben. Nein, das kann ich auch sagen. Zur Community. Zur Community. Wir sind, die Lücke zum dritten Platz ist größer geworden. Ja, stimmt. Tatsächlich. Genau. Das ist mein Gefühl. Und wir kommen auch direkt zur Ausschau und zum Tippspiel für die nächste Woche. Ist ja immer noch nicht allzu viel los, aber wir haben trotzdem noch 3 Sachen uns zusammengesucht, die wir tippen wollen. Da fangen wir auch direkt an. Am Freitagabend ist der GFC schon wieder aktiv. Auswärts geht's ran gegen FSV Zwickau, die ja selber ihr erstes Saisonspiel gegen Hertha Zehlendorf, den Aufsteiger, mit 5:0 verloren die haben. Und die auf den Sack bekommen. Also da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Wut im Bauch sein. Aber, oder vielleicht auch, dass sie nicht wirklich gut eingespielt sind. Also kann man vielleicht auch ausnutzen, so ein Spiel. Allgemein, Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche, der erste Spieltag in der Regio. Sehr wild, ja. Plauen, die 2-0 führen, 3-2 verlieren. Aber wie meine Regionalsport, Richard. Zwickau, die 5-0. Also es ist schon... Ist toll. Wird eine spannende Saison. Genau, auf jeden Fall. Ja. 19 Uhr am Freitagabend. Vielleicht wird es noch irgendwie übertragen. Kann man ja informieren, sich mal fix bei Ostsport oder so, um dann halt das Spiel auch mal live zu sehen. Aber wir tippen es erstmal. Ich sage, GFC gewinnt das. Bin ich bei dir. Ja, müssen wir es gut machen. In genau, Zwickau, doch. Freitagabend, doch. Doch, doch. Gut, dann machen wir auch direkt weiter. Es geht nämlich am Samstag für unsere lokalen Fußballvereine in die neue Freundschaftsspielrunde. Und zwar zum einen empfängt der SV Sturmvögel Lubmin den Greifswalder SV Puls zu Hause bei sich um 14 Uhr am Samstag. Und auch Rot-Weiß-Wolgast spielt gegen Blau-Blau. Rot-Weiß-Wolgast gegen Blau-Weiß-Greifswald. Erste Mannschaft spielen auch gerne, auch um 14 Uhr. Also haben wir ein bisschen Lokalsport hier im Fußball überall in der Region. Wir fangen aber erstmal an mit dem ersten Spiel, Lubmin gegen Puls. Kreis Oberliga, Lubmin gegen Kreisliga Puls. Dementsprechend ist zumindest mein Tipp schon mal sicher, aber ich sag mal, Bumm, du hast erstmal den ersten Tipp äußern. Lubbe. Marius? Ich glaube, ich gehe auch mit Lubmin, aber Testspiele halt immer sehr schwierig zu tippen, weil genau. Alles passieren kann. Wir haben es bei Blau-Weiß gegen HSG gesehen. Ja. Ja, ich bin auch bei Lubmin bei, also sind wir uns alle einig. Und zu guter Letzt haben wir, wie gerade schon angesprochen, Wolgast gegen Blau-Weiß, Landesliga, aufgestiegen Landesliga, Wolgast gegen den Absteiger aus Landesliga, auch teilweise kaderbedingt, weil man wenig Spieler hatte zum Ende der Saison. Blau-Weiß abgestiegen Landesklasse. Marius, du darfst anfangen, nicht Richard. Ich würde hier mit Blau-Weiß gehen tatsächlich, weil ich glaube, da haben sich jetzt im Testspiel vielleicht auch ein paar Spieler durchgesetzt, die jetzt in die erste Mannschaft hochrücken und vielleicht hat man dann gute Energie, um Wolgast da ein bisschen zu überraschen. Richie? Ich gehe mit dem Aufsteiger. Ich glaube, das sind Wolgast einfach die Qualität. Die haben jetzt auch noch einen neuen Zugang bekommen, habe ich gesehen auf Social Media. Und ich glaube einfach, dass da die Qualität als Aufsteiger höher ist als beim Blau-Weiß, die sich gerade noch suchen. Bin ich bei dir. Ich tippe auch Wolgast. Ich gehe mal mit dem Unentschieden mal wieder. Schön 3-3 oder so. Das wäre ja, wär schon was Schönes. Schon auch legitim wäre. So. Im Freundschaftsspiel, gerade weil die Tabellensituation, ja, wenn man es über die letzte Saison. Wenn man eben noch genau das nimmt, Blau-Weiß abgestiegen, auch hauptsächlich wegen Kaderproblemen. Mhm. Wenn sie sich jetzt zusammenraffen, ihren Kader wieder zusammennehmen, haben sie ja auch Qualität dort. Das ist ja normal. Genau, schon auch wieder. Gut, dann haben wir es auch wieder geschafft. Ihr seid informiert für die nächste Woche, was da alles so ansteht. Gerne mal bei den lokalen Sportvereinen mal vorbeigucken. Genau, alle weiteren Updates kriegt ihr, wie gesagt, dann auf Social Media, gerade für das Gewinnspiel auch.
Schaut gerne vorbei. Tippspiel, guckt gerne auf Instagram vorbei. Dort werden auch noch, denke ich mal, die Woche ein paar Fotos und Impressions vom Wochenende gepostet. Den kommenden Wochen wird es auch wieder besser. Wir haben ab nächster Woche wieder weniger Freundschaftsspiele. Da gehen wieder ein, zwei Sportarten mehr los und dann seien wir auch die Freundschaftsspiele los. Genau, aber bis dahin habt erstmal eine schöne Zeit. Wir hören uns und sehen uns demnächst wieder. Schaltet da gerne wieder ein. Bleibt sportlich. Bleibt sportlich, genau. Habt eine schöne Zeit, macht's gut und bis dann. Tschüss. Ciao.